Mit einer Disqualifikation endeten im Vierer die Primiero d'Italia-Meisterschaften im Teamsprint der Skilangläufer. Und das hier ist die entscheidende Szene. Beim letzten Wechsel kamen sich der Pusterer Dietmar Nöckler und der Bozler Stefan Zellner zu nahe und Nöckler stürzte. Federico Pellegrino merkte nicht, dass Nöckler ihn in der Wechselzone noch nicht berührt hatte und lief los. Nöckler und Pellegrino gewannen anschließend das Rennen, aber als sie schon beim Feiern waren, kam die böse Überraschung. Die Jury schaute sich den Wechsel noch einmal am Video an und disqualifizierte die beiden Athleten der Polizeisportgruppe. Es wäre der 6. Titel für Nöckler Pellegrino in Folge gewesen. So ging er hingegen am grünen Tisch an Michael Rastelli und Fabio Pasini von der Heeressportgruppe. Auch Stefan Zellner und sein Eppaner Partner Matteo Tanell, ebenfalls von der Heeressportgruppe, profitierten von der Disqualifikation, denn sie waren als Vierte ins Ziel gekommen und rückten so auf den Bronzerang nach vorne. Es hat schon Tradition, dass diese Italienmeisterschaft am Stefanstag in Fiera di Primiero ausgetragen wird. Bei den Damen gewannen Gaia Vuoric und Deborah Roncari den Titel.